Brains. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare. Wir sind heute unterwegs auf der Seite der Zombies mit dem Maler. Jo, und der soll ja eine Sniper-Klasse sein. Snipern ist nicht so meins, weil ich nie irgendwas treffe, wenn ich drauf ziele. Aber ich habe eben schon mal eine Proberunde gespielt. Das ging eigentlich ganz gut, wenn auch auf einer anderen Karte. So. Schleichen wir uns mal nach vorne. Der Teleport steht schon. Das heißt, wir haben schon vernünftige Kollegen mit am Start. So, und jetzt müssen wir uns nur noch ein schönes Fleckchen suchen, von wo aus wir die Zombies unterstützen können. Hier ist ein Kaktus. Aber der ist da sehr gut in Deckung. Und wir sind direkt mal hier irgendwie angezündet. Das ist natürlich irgendwie total bescheuert, sich hier irgendwie in die Nähe des Teleports reinzustellen, wenn man dann ein bisschen snipen will. Vielleicht eher so in die andere Richtung. Da haben wir eine Erbse. Und schauen wir mal, ob wir die kriegen. Oder ob die uns kriegt. Ja, zumindest kriegt sie allein einen Schnapper. Und selbst unsere Lärmminen, unser Lärmophon oder was auch immer das ist, kriegt uns nicht. Und natürlich hat die Plasma-Erbse uns zerstört. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf die andere Seite hier, genau auf die entgegengesetzte Seite des Teleports. Und schauen dann mal, ob wir von hier aus jemanden erledigen können. Mal gucken, ob wir hier hochspringen können mit unserem... Na, klappt das? Ja, es klappt sogar. Sehr schön. Dann werden wir sie hier in die Ecke stellen. Als wir aufhören zu klemmt oder wie nennt man das eigentlich? Was ist das richtige Tätigkeitswort für mit einem Presslufthammer durch die Gegend fahren? Schreibt das mal in die Comments. Würde mich mal interessieren, ob jemand das weiß, was das korrekte Wort dafür ist. So, aber irgendwie gab es da jetzt doch keinen so vernünftigen Sniperplatz. Steht da oben eine Erbsen drauf? Nee. So, hier haben wir irgendwie ein ganz kleines Schussfeld nur. Das gefällt mir nicht. Es sind doch irgendwie gar keine Pflanzen im Garten. Da hinten ist irgendwo ein Schnapper. Aber der ist doch schon wieder weg. Da hinten ist er jetzt oben auf der... Na, kriegen wir den von hier aus? Nee. Nicht so geil. Aber wir nehmen ein, das ist gut. Ein bisschen in den Nebel schießen, weil ich sehe ja nichts. Ja, mit rein müssen wir jetzt nicht unbedingt. Da hinten ist noch eine. Die haben sich die Kollegen schon. Oder? Haben die Kollegen die platt gemacht? Nein, haben sie nicht. So. Jetzt habe ich. Ah, mein erster Schuss. Ja, mein erster Abschuss. Jetzt unendliche Freude. Huch, was kommt denn jetzt hier? Sind hier schon wieder irgendwelche Leute am Start, die ich nicht mag, weil sie mich töten wollen. Mich armen Maler. Ja, ich tue ja nur meinen Job. Das Handwerkergeschäft läuft nicht so gut. Kein Nachwuchs und so. Ja, und dann erst muss man schon auf Zombies zurückgreifen im Malergeschäft. Ja, so weit ist es schon gekommen mit der deutschen Wirtschaft. Und könnt ihr mal sehen. So, hier ist ja mein Lieblingsweg. Hier gehen wir hier so rechts rum. Oh, war da eine Erbse? Nein, das war ein Zombie. Hier ist irgendwo... War hier... Ah, hier ist der Teleport, oder? Ist hier der Teleport? Ja. Gehen wir hier mal durch. Bauen den Teleporter mal auf, weil eigentlich ist das ja als Ingenieur-Unterklasse unsere Angelegenheit hier. Wir kommen hier ein bisschen Verteidigung mit aufbauen. Ansonsten sind die Kollegen hier schon ganz gut dabei. Hier ist auch schon ein anderer Ingenieur. Aber der Teleport ist mein. So, dann gehen wir hier außen rum. Und packen mal die Drohne aus. Nicht, dass ich jetzt mit der Drohne super geil wäre, aber guck mal, hier ist ein Auflauf von Pflanzen. Und da kriegen wir auch unseren zweiten Kill direkt. So muss das sein. Und komm, noch den dritten Kill. Ah, komm, kriegen wir den noch? Nein, kriegen wir nicht. Aber zumindest haben wir die Pflanzen von der Tür verscheucht. Das ist doch schon mal ganz gut. Und noch einer hier hinten.
Und dann wurden wir zerstört, hinuntergeschossen, kaputt gemacht. So. Wir können uns jetzt hier so ein bisschen in die Ecke verziehen. Haben wir gut Blick auf alles. Da oben war ein Kollege unterwegs. Hier ist ein Kaktus. Die rennen jetzt alle in den Garten rein, um zu verteidigen. Aber gut, lass sie. Ich lass sie das machen. Vielleicht kommen wir so ein bisschen von da hinten ist eine. Ja, die kriegt uns sogar. Wir sind unglaublich langsam im Schießen. Oh, nein, nein. Unser dritter Kill. Und hier haben wir wieder die Kollegin Sonnenblume, die hier so ein bisschen rumglitscht. So. Hier, jemanden wiederbeleben. Ah, boah, will er nicht. Okay. Schade, schade, schade. Ja, wir brauchen gute Zombie-Spieler, die mich unterstützen, wenn ich hier schon nicht so gut drauf bin. Erst 3 Kills oder 4, weiß ich gerade nicht. Aber zumindest noch nicht so oft gestorben. Ja. Ist ja schon mal. Man muss sich auch an kleinen Dingen erfreuen können. So, hier hinten rum. Hier ist ein Schnapper. Der läuft jetzt hier gleich nach vorne. Das heißt, wir können ja mal gucken. Da ist er. Oh, ich sehe hier überhaupt nichts. Hier mal ein bisschen unterstützen, indem wir ein bisschen Stun durch die Gegend schmeißen. Der Schnapper ist immer noch da, Leute. So, wenigstens die Vorlage kassiert. Ist hier irgendwo Heilung? Hier Heilung, Heilung, Heilung. Ach, ist der doof. Da vorne gab es Heilung, oder? Hier gibt es Heilung. Ah, wundervolle Heilung hier. So, von hier aus. Da ist ein Schnapper. Und, oh, mit einem Zufallsschuss die Erbsenkanone flachgelegt. Hahaha, flachgelegt. So, komm. Jawohl, noch einen. Hier ist eine schöne Stelle. Hier haben die Pflanzen keine Chance, wenn sie sich hier irgendwie hinstellen. Oh, es sei denn, sie schmeißen Jalapenos nach mir. Da verziehe ich mich doch mal lieber. Gehe auf die andere Seite. Ich baue hier noch so ein Geschütz auf. Weil auch das gibt Punkte. Und da kommt die Erbse. Also wenn du so nah zu mir dran gehst, dann hast du auch keine Chance, Junge. Hier, der Kollege schon wieder, der mir nie Heilung gibt. Brauchst du mir nicht erwarten. So, nachladen. Nicht vergessen. So, da hinten lungern sie schon wieder alle rum. Und da haben wir schon wieder einen erledigt. So. Ja, wo sind sie? Wo sind sie? Der blöde Nebel versperrt mir den Weg. Da sind die Erbsenkanonen im Garten. Ich sehe sie. Aber sie sind gut in Deckung. So, hier. Er hat aber jetzt schon einen Kollege erwischt. Vorne. Ah, die sind alle so gut in Deckung. Das sind schlecht zu treffen für meine Farbbeutel. Aber wir haben eingenommen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Stun. Und der verläuft trotzdem. Und komm, so viel Leben kannst du nicht mehr haben, Junge. Ja. Wir wollen ja nicht sterben, ne? Sehr gut, sehr gut. Da vorne gibt es Heilung. Das ist wichtig. Hier gibt es aber erstmal Minen. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie reinlaufe oder so. Das wäre jetzt sehr ärgerlich. So, Heilung. Und hier vorne ist doch bestimmt irgendwie die Möglichkeit, ein bisschen von der Ferne, von der sicheren Seite aus. Da ist eine Sonnenblume. Kriegen wir die von hier aus? Es wird schwer. Nochmal nachladen. So, hier sind die Kollegen Plasmaerbsen. In totaler Bewegung. Aber einen haben wir jetzt schön getroffen. Aber gut, einmal treffen reicht nicht. Hat er uns gesehen? Leider bewegt sich viel zu oft, viel zu schnell.
Ja, wieder getroffen. Und den haben wir. Sehr gut. Ja, wir schießen nicht oft, aber wenn, dann ist es ein kleiner Treffer. Da kommt er wieder. Und. Jawohl. Und dann gehen wir nochmal in die Drohne. Das ist eine beschissene Stelle eigentlich. Müssen wir hoffen, dass wir nicht abgeschossen werden, aber wir pushen hier gerade so gut. So, hier sind schon wieder die Erbsen unterwegs. Ja, super. Und da noch ein Kaktus. Und jawohl. So will ich das doch haben. So, und noch ein. Und noch ein. Das ist ja das Schöne an dieser Art Drohne, dass sie ziemlich schnell hintereinander hier die Teile raushauen kann. Aber jetzt bin ich abgeschossen worden. Laden wir nochmal nach. Nur für den Fall der Fälle. Ja, wir müssen jetzt auch einnehmen irgendwie. Ich glaube, ich hole jetzt mal hier ein paar Zombies. Hier, ich habe keine guten Zombies mehr leider, aber. So, was geht hier? Hier oben gehen die Erbsenkanonen schon stiften. Sieht man denn hier irgendwas? Hier werden die Kollegen erschossen. Mal nachladen. Irgendwie so eine. Da ist eine Blume. Ja, und die holt sich uns, die holt sich uns. Ja, verdammt, die ist einfach viel zu schnell. Der Sporennebel vom Flipperli. Ja, da können wir nicht viel machen. Da können wir nicht viel machen. Und sie haben unseren Teleporter zerstört. Das ist natürlich sehr schlau von den Pflanzen. Aber wir gehen mal wieder zurück hier an die eine Stelle, wo wir eben waren. Hier gibt es nämlich Pflanzenpower. Ah, wir können auch mal hier oben hingehen. Wo hier sonst immer die. Ich mit meinem dicken Malerhintern. Ah! Wo sonst immer hier die anderen Sniper rumhängen. Na, kriegen wir den? Ah, ja, leider nur eine Vorlage. 48 mal 2 reicht dann leider nicht bei der Schussfrequenz, die wir haben. Aber wir müssen einnehmen, Leute. Ich muss jetzt auf die Serie scheißen und ein bisschen reinlaufen. Weil sonst hat das hier alles keinen Sinn, wenn wir das hier verlieren. Leute. Oh, schöne Lärmmine irgendwie reinhauen und hier ein bisschen rum. Ah, und dann sterben wir. Aber wenigstens haben wir den Stun rausgehauen für die anderen. Eigentlich ist es ja immer ganz gut, mit vielen Leuten anzugreifen, gleichzeitig. Also wenn so ein Zombie nach dem anderen da in den Garten reinpurzelt, ist das ja eigentlich meistens kein großes Problem für die Pflanzen. Na, ich wollte hier so einen schnellen Zombie holen. So, zack. So, da sind sie schon wieder unterwegs und Sporennebel auch noch. So, den haben wir uns gerecht jetzt hier. Und jetzt hier, zack. Stun. Rein in den Garten. Boah, so viele Plasmaerbsen wie sonst was hier, aber wir kriegen es nicht eingenommen. Das ist vorbei. Es sei denn, die Pflanzen haben jetzt irgendwie. Sagen sich, okay, wir wollen, dass es noch ein bisschen länger geht. Aber das ist eigentlich der Garten, den sich am besten verteidigen lässt, noch mit hier. Wenn der fällt, ist eigentlich Sense. Aber wir halten uns noch wacker. 7 gegen 2. 7 gegen 1. Ich bin unterwegs. 7 gegen 2, 7 gegen 6, 7 gegen 1. Ah, knapp, bevor ich nochmal rein konnte, um so ein bisschen was zu machen. Schade, schade. 8.930 Münzen. Ist okay. Wir haben, glaube ich, nicht so viele Kills gemacht. Oh, 13 Kills. Ist für mich, der ich schlecht ziele. Ganz in Ordnung. Was können wir denn mal für ein Pack für euch aufmachen? Wir machen so mal ein deppertes Pack auf. Und haben einen Sack. Zombies sind okay. Sterne überspringen sind auch immer okay. Eiskanonen ist so jetzt nicht so geil. Heilblumen, ne? Rollmantel-Zombie. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Koali. Tschüss.